Ja. Okay, da sollte man keinen. Oh, geil, Dream White! Alter, willkommen zurück zu F1 2017, ihr Lieben. Und wir sind unterwegs in Bahrain. Rein geht's ins Qualifying. Und ich denke, wir haben hier ganz gute Chancen. Wieder auf ein paar Pünktchen. Wir haben ja zuletzt auch in Shanghai und auch schon in Melbourne gepunktet. Und sind auf Platz 19 nach der ersten Schikane. Nevermind. P18. P16, es geht nach vorne. Okay, jetzt schwierige Kurve. Hab ein bisschen was verloren, aber besser als erwartet, ehrlich gesagt. P18 im Moment. P17. Komm, 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 push, push. Also Quali-Rennpace Ungleichheit bei der KI war schon damals extrem da. Bin jetzt auch sogar ein paar Runden im Training gefahren und hab ein paar Ressourcenpunkte gesammelt. Habe ich einfach mal als Training gesehen für eine neue Strecke, auch mal zu gucken, passt das Setup schon oder nicht. Also so ich 2, 3 Quali-Runs machen, bis ich halbwegs vernünftig irgendwie unterwegs bin. Oh, P17. Ist okay. Aber auch nicht wirklich gut. Mann, Mann. Nico Hülkenberg ist mit einer 1.30.1 hier auf Platz 11. Sein Stammplatz fast schon. 7/10 Rückstand habe ich. Das geht sogar noch. Also für Quali-Verhältnisse in diesem Spiel ist es vollkommen in Ordnung. Punktchancen sind also eventuell noch da. Wir haben Stoffel van Dorn besiegt, den Belgier. Und wir haben aktuell 12 Pünktchen auf dem Konto. Nico 3. Und damit sind wir bei 15 Punkten mit dem Renault-Team. Scuderia Ferrari zuletzt vor Bayern. Mercedes. Punktgleichheit zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Räikkönen nur 4 Punkte dahinter. Bottas aber auch nur 9 Punkte dahinter. Krass, gucken wir mal auf die Entwicklung. Ein paar Pünktchen haben wir bekommen für diese Session. Und ja, was die Rivalität angeht, kann Nico Hülkenberg wieder ein bisschen aufhalten. Ja, aufholen, nicht aufhalten. Und das Ansehen ist sofort wieder weg. Ah, alles, was ich mir aufgebaut hatte, ist sofort wieder weg. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, gucken wir mal ganz kurz auf die Entwicklungen. Da haben wir nämlich Williams mit einem Upgrade, McLaren Honda mit einem Upgrade, ich glaube auch Toro Rosso und auch Haas. Williams, nee, Sauber ist ganz hinten ebenfalls. Und Ferrari ist performance-technisch vor Bayern Mercedes. Eigentlich fast jedes Team, außer Renault hat ein Upgrade gebracht. Schade, unseres kommt dann in Russland, also eins von denen. Und mal gucken, wie es dann mit anderen Upgrades ausschaut. Ich werde da vielleicht erstmal in die Vergünstigungen investieren. Ich weiß aber auch nicht, ob wir 2 Saisons oder eine Saison mit Renault fahren. Vielleicht werde ich auch eher versuchen, in die Upgrades zu investieren. Jetzt aber erstmal ins Rennen. Eventuell können wir ein wenig nochmal strategisch was rausholen, denn tatsächlich können wir von Soft auf Medium auf Soft und das ist etwa 2 bis 3 Sekunden schneller als die Strategie von Soft auf Medium auf Hard. Gucken wir mal, wie es läuft. Gehen wir rein ins Rennen. Let's go. Dann die Quert mit keinem guten Start. Nico leider auch nicht so. Oh, und Alonso lenkt hier weit nach außen. Aufpassen. Oh! Gut gemacht, Partner. Guter Start. Der Toro Rosso ignoriert mich da wahrscheinlich, weil Ericsson da innen ist. Quert wahrscheinlich so, I think Ericsson hit us. Ja, ganz entspannt hier durch, Dave. Warum bin ich eigentlich nicht auf Mediums gestartet? Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ach, wegen sowas. Ja, auch gut. So, vorbei am Toro Rosso. Ran an Lance Stroll. Oh, der verbremst sich hier leicht. Ja, aber guter Start. P16 aktuell. Kann gerne so weitergehen. Nico Hülkenberg greift da Fernando Alonso an und auch Lance Stroll. Ja, der Honda-Motor damals wirklich sehr schwach gewesen. Oh! Okay, alles klar. Alter Falter. Stroll und Alonso und Hülkenberg waren sich da nicht einig. Und Safety Car ist auf der Strecke. Okay, was können wir jetzt machen?
Kann ich eventuell zweimal die gelben Reifen nehmen? Das wäre natürlich cool. Oder ich probiere jetzt mit gelb und dann nochmal weiß durchzufahren. Vielleicht ist das gut. Doch, Box, 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 Box. Also ich denke, wenn das Safety Car wirklich bis nach Runde 4 draußen ist, dann ja, können wir eigentlich hier wechseln und zweimal Medium fahren. Das wird schon. Raikkonen ist raus? Ich hatte gerade eine Trinkpause und Raikkonen ist einfach raus. Was ist jetzt passiert? Also ich bin in der Zwischenzeit auf die gelben Reifen gewechselt. Mein Plan ist jetzt nochmal auf die gelben gleich zu wechseln. Raikkonen hat einen Reifenschaden, glaube ich, einfach. Lol. Okay, krass. Wird das Safety Car? Ja, ist jetzt an der Box. Okay, Restart. Werte Damen und Herren, wir haben jetzt gebraucht frische Softreifen. Die anderen haben Super Softs. Übrigens, Motor auch ganz gut abgerieben. Schon 40% auf der MGUK. Mal gucken, was da jetzt noch auf Dauer drin ist. Boah, ich bin ein bisschen geghostet. So, let's go. Reifen dürften relativ kühl gewesen sein. Och, geht sogar. Und Stroll greift direkt wieder Alonso an. Noch ein Safety Car? Oh, Alter, Alonso wieder rüberzieht. Oh, wie spät er hier anbremst. Gibt's hier wieder ein 3-Wide? Ja. Okay, da sollte man kein... Oh, geil, 3-Wide. Alter. Oh Gott, das ist wie eben. Oh mein Gott, die haben sich wieder rausgekämpft. Ja, moin. Okay, ran an Van Dorn, ran an Wehrlein, let's go. Ach du Schreck. Okay, Stroll ist aus dem Rennen. Raikkonen schafft es gleich an die Box. Der wird wahrscheinlich einen Reifenschaden gehabt haben, wie gesagt. Und wir sind dran an Stoffel Van Dorn. Den werden wir wahrscheinlich gleich auf der Geraden überholen können. Der ist im McLaren Honda. Der hat da keine Chance. Let's go. Ja, also natürlich ist auch F1 2017 nicht frei von Fehlern, ne? Aber die Fehler sind hier wirklich mit der Lupe zu suchen im Vergleich zu dem, was wir mittlerweile geboten bekommen. So, Van Dorn. Wir kommen richtig ran an den McLaren Honda. Boah, habe ich da mich rübertragen lassen oder hat er beim Bremsen rübergelenkt? Ich weiß es nicht, aber Van Dorn. No, 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 no. Weiter nach vorn. Dran an Wehrlein. Oh. Auf geht's. Schöner Exit aus der letzten Kurve. Dran am Sauber. Schön vorbei. Ah, er lenkt schon ein bisschen rüber. Also ich glaube, die mögen es schon auf der Geraden ein bisschen auf Kontaktsuche zu gehen. Gut, war 2017, da war noch nichts mit hier Abstand halten oder sowas. Muss man auch mal sagen, ne? Eriksson, der Nächste auf der Liste. P12 schon vor mir, krass. Und die nächsten Autos gehen jetzt schon an die Box. Nach Kimi Räikkönen, der bei seinem Reifenschaden drin war. Nico Hülkenberg unter anderem auch darunter. Und vorbei an Markus Eriksson, Fragezeichen. Sieht es ja eigentlich aus, wenn man too wide geht mit der KI. Müssen wir noch vielleicht in Zukunft erfahren, denn Eriksson ist direkt hinter uns. P9 für uns aktuell. Sieht gut aus. Und die nächsten Autos sind an der Box. 5 Stück, glaube ich, an Zahl. Damit wären wir auf P4. Vor mir ist jetzt noch Kwiat unter anderem. Da ist noch ein Force India ebenfalls vor uns, also zwei Autos, die definitiv noch reinkommen werden und gegen die wir auch pace-technisch eine Chance haben. Und vom Force India ist auch nicht der Vorsprung allzu groß. Also wir werden vielleicht gleich das Rennen anführen, Leute. Aber Vettel hinter uns, also nicht lange. 3 Autos vor uns an der Box. Kwiat, ich schätze mal Perez oder Ocon. Verstappen und Ocon, okay. Die sind alle auf dem Softreifen jetzt. Das Problem ist, wir kriegen pro Runde 6% rein. Das heißt, ich werde definitiv nicht gelb-gelb fahren können nach der Safety-Car-Phase. Ja, wobei, gerade so, doch. Weil ich muss ja 15 Runden insgesamt fahren. Dann muss ich in Runde 16 reinkommen. Aber wir werden bei etwa 75% Reifenzustand landen. Unangenehm. Kriegen wir schon hin. Sebastian Vettel jetzt hinter mir. Der wird wahrscheinlich mit großer Leichtigkeit hier vorbeiziehen. Ja, kämpfen bringt ja auch nichts. Der soll ruhig vorbei.
Wenn ich jetzt ihn hier vorbeilasse, kriege ich gleich nochmal DRS. Das ist es mir wert. Oh, Jeff. Ich krieg das schon hin. Leave me alone, I know what I'm doing. Ich versuche halt nur nicht zu nah an Vettel dran zu sein, weil sonst... landen wir irgendwo neben ihm. Auf der Geraden, und das will ich halt auch nicht. Da spare ich mir lieber den Sprit und nutze ihn später. Gut, er ist aber so viel schneller. Darüber muss ich mir halt kaum Gedanken machen. Nächster Fahrer auf der Liste, der mich überholen wird, Lewis Hamilton. Hoffe, dass der auf Startziel wartet. Jawohl, tut er. Und der nächste dann ist Valtteri Bottas. So, Sebastian Vettel hat eine alternative Strategie, also Soft-Soft, Medium. Beziehungsweise Super-Soft, Super-Soft, Soft. Ich kann mich sogar kurz verteidigen gegen Hamilton. Eieiei. Boah, jetzt will er mich hier aus Windschatten abwimmeln und die Innenbahn verteidigen. Das macht echt Spaß. Das ist schon geil, gegen die Leute zu fighten hier. Und Bottas auch auf Supersofts. Also Hamilton als einziger quasi mit dem Soft, also mit dem weißen Reifen nochmal am Ende. Ah, da bin ich mal gespannt. Gut, mir fehlt jetzt weniger als eine Sekunde zu Hamilton sogar. Wow, wie geil ist das denn? Direkt nochmal DRS genutzt. Awesome. Na gut, Bottas kommt jetzt eh vorbei, oder? Ich muss da nichts verteidigen. Aber ich kann. Oh! He brake-tested me, honestly. What are we doing here? Racing or Ping-Pong? Ricardo kommt da auch nochmal ran. Auch auf Super-Soft-Reifen. Nein! Muss ich nicht. Und jetzt kommt Daniel Ricciardo hier vorbei. Und da war jemand an der Box. Valtteri Bottas tatsächlich. Und Ricciardo verbremst sich. Switchback. Kontermöglichkeit. Vorbei am Red Bull. Sorry, Mate, ich werde dich nicht vorbeiwinken, ne? Vor allem, wenn du mir hier so im Weg rumdümpelst, dann bin ich natürlich umso aggressiver beim Verteidigen. Also, was heißt aggressiv? Es ärgert mich halt auch ein bisschen, dass ich jetzt 8 Zehntel verloren habe, weil der halt nicht bremsen kann, der Typ. Habe ich wieder im McLaren performen würde. Wahrscheinlich nicht so gut. Daniel Ricciardo setzt nochmal zur Attacke an. Alter, ich kann mich hier sogar noch verteidigen. Was geht? Wollte ich eigentlich gar nicht mal so, aber... Wir bleiben noch vor Ricciardo. Raikkonen mit der schnellsten Runde. Ja gut, der wird gleich überrundet, glaube ich, aber... Immerhin das. 58% auf den Reifen. So, jetzt ist Ricciardo dran. Wir sind bei etwas weniger als 6% pro Runde jetzt. Das ist super. In Runde 16 geht es dann rein für die frischen gelb markierten Reifen. Und Ricciardo kriegt es nach wie vor nicht hin, hier zu überholen. Was geht? Oh, der hält da. Oh, da voll gegen und. Oh, drückt mich jetzt hier seinerseits raus, Ricciardo. Mit dem Zweikampf hier gegen mich. Und ist vorbei. Ja, GG. War nur eine Frage der Zeit, aber es hat Spaß gemacht, Mate. Oh, Alter. Perez ist 2,5 Sekunden entfernt. Damals nicht im Red Bull, sondern im Force India. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, dass er im Force India so dicht dran ist. Was fahren die eigentlich alle für eine Strategie? Ich glaube, Bottas fährt eine 3-Stopp dann, oder? Weil jetzt auf den Reifen, auf den gelben, der fährt doch niemals durch. Doch, nächste Runde geht's für mich rein. Oh, da ist gelbe Flagge auf der Map im letzten Sektor. Und Sergio Perez und Ocon in den Force India Autos. Und Perez vertut sich. Hat man da rechts im Rückspiegel gesehen. Und die halten Verstappen auf. Also 3 Autos, die mir hier an den Kragen wollen. Und die wollen mir alle die Position hier wegnehmen. Aber das kriegt ihr nicht hin. Ich wechsle gleich auf frische Gelbe und dann ziehe ich euch weg.
Hey, war wohl nur ein Fehler in der letzten Kurve. Alles gut, kein Safety Car oder so. Schade, Safety Car hätte mir jetzt geschmeckt. Also ich habe das Gefühl, dass die Autos hier mit 70% Reifenabrieb sich besser fahren als die Autos in der F1 2021 ohne Reifenabrieb. So, wundervoll. Ocon ist ebenfalls an der Box. Hallo Ocon, der war auf frischen Supersofts. Wird jetzt wahrscheinlich auf Mediums wechseln. Bin der Einzige, der hier dann auf die Softs wechselt. Mal gucken, was uns das bringt. Ich hoffe, wir kommen jetzt vor Ocon raus. Oh, ich musste kurz auf Ricardo warten. Aber wir sind weit vor Ocon, das ist gut. Alles entspannt, alles entspannt, alles entspannt. Sainz kommt da jetzt noch vorbei, damals noch im Toro Rosso. Aber er könnte mal irgendwann zu Ferrari, glaube ich, vielleicht. So, Ocon weiterhin hinter mir. Und vielleicht holen wir Ricardo jetzt noch einmal gucken. So, jetzt gehen die Nächsten an die Box. Carlos Sainz ist an der Box. Und auch Romain Grosjean war hier drin. Sergio Perez anscheinend noch nicht. 2 Sekunden Abstand zu Ricardo. Ich hoffe, wir holen den noch ein. Okay, Magnussen ist an der Box. Perez ist an der Box gewesen. Und Max Verstappen ebenfalls. Und der fährt jetzt auch auf den gelben Reifen. Und wir sind vorne. Oh mein Gott. Nice one. Nice. Okay, das wird jetzt aber eine riesige Aufgabe, den hier nochmal hinter mir zu halten. Wird schier unmöglich. Also eigentlich ist die Aufgabe eher Perez und Ocon hinter mir halten. Mal schauen. Was ich auf jeden Fall irgendwie cool finde ist, ich habe jetzt die alternative Strategie genommen. Die hätte mir, glaube ich, in F1 22 safe eine Chance fürs Podium beschert mit so einer Fahrzeugstärke. Hier hatten die Top-Teams keine Probleme, mich einfach komplett zu bügeln, komplett zu überholen. Ich würde darauf tippen, dass P6 bestenfalls bei mir jetzt möglich ist. Weil Max Verstappen wird mich wahrscheinlich noch schlucken. Also irgendwie mag ich das, dass man zwar bessere Strategien haben kann, aber dass du trotzdem da nicht komplett über allem erhaben bist. Max Verstappen, hat er jetzt die Chance anzugreifen oder nicht? Unklug bei mir. Max Verstappen greift hier innen an. Ich habe aber außen einen viel besseren Exit. Das hat man im Prinzip... Ah, ich habe die ganze Zeit die Bremskraftverteilung verstellt, oder? Das hat man im Prinzip so auch in Suzuka gesehen, in Real Life. Wo Esteban Ocon sich regelmäßig verteidigt hat gegen Hamilton. Leclerc gegen Perez. War schon stark. Einfach die Außenlinie nutzen und besseren Exit haben. Und Perez kommt da nicht wirklich mit aktuell, glaube ich. Max Verstappen, jetzt ist er dran. Und Felipe Massa da hinten ist jetzt an der Box. Und Perez. Three wide. Perez macht einen Rückzieher. Verstappen aber auch. Boah. Eieieiei. Und jetzt Perez gegen Verstappen vielleicht? Das könnte mir einen Moment frische Luft verschaffen. Nee, Perez greift da nicht an. Schade. Oh, gelbe Flaggen. Ich glaube, Ocon ist raus. Ja, Ocon muss das Auto abstellen. Das ist gut für mich. Also es ist schon mal mindestens P7 jetzt, glaube ich. Aber Verstappen und auch Perez, die wollen jetzt natürlich noch P5 und P6 holen hier. Heieiei. Und Sergio Perez greift jetzt hier Verstappen an und vorne ist Bottas aus der Box gefahren. Oh mein Gott. Oh! Ich kürze hier ab. Okay. Das wäre sonst böse geendet. Alter Falter. Dafür gehe ich mit ähnlicher Härte jetzt gegen Verstappen rein. Und Chance jetzt auch Perez zu holen. Vielleicht wäre es klug gewesen, Verstappen da erst mal vorne zu lassen. Damit der Perez angreift. Wobei Verstappen ist gerade irgendwie langsam. Der hat da keine Chance. Mich irritieren die Funken. Ich glaube, die waren damals ein bisschen schöner. Ich glaube, die modernen Grafikkarten kriegen da irgendwas nicht mehr richtig gebacken. Irgendein Plugin fehlt da vielleicht noch. Ja, und Bottas war jetzt nochmal an der Box, aber wie gesagt, trotz viel besserer Strategie in dem Fall als Bottas, bin ich hinter dem. Ich habe keine Chance gegen den Kerl. Also, balancing-mäßig schon manche Sachen sehr gut in dem Spiel. Gefällt mir. Okay, Jeff will, dass ich wieder an die Box fahre. Max Verstappen in der Zwischenzeit traut sich noch nicht so zu attackieren hier.
Ja, natürlich aus heutiger Sicht Verstappen hier gerade sehr schwach. Ja, also zu schwach unterwegs, gemessen daran, wie er aktuell performt. Aber das war halt... Ah, noch die Zeit, da war Verstappen nicht so fehlerfrei, noch nicht so extrem stark und dominant. Und ich habe mich jetzt hier leider auch ein bisschen vertan beim Bremsen. Und war verbremst, mein Freund. Schade. Ah, P7. Mehr wird's, glaube ich, nicht, aber ich probiere noch mal alles, um an Verstappen dran zu bleiben. Aber auch Perez, die sind einfach zu schnell gerade, beide. So, Leute, letzte Runde. Mittlerweile ist auch Romain Grosjean hier rangekommen. Auf seinen alten Medium-Reifen. Problem ist, meine Softs sind auch noch sehr alt. Und wir haben auch Abrieb bei Steuerelektronik, was keine Leistung kosten dürfte. Und MGUK, was, glaube ich, bei dem Rechargen sich schon mal bemerkbar machen dürfte. Also da dürften wir definitiv Pace verlieren. 1,1 Sekunden zu Grosjean. Oh, nicht gut. Der ist dran. 0,5 Sekunden zu Grosjean. Also trotz extrem guter Stretch musste mich jetzt extrem strecken, um an Grosjean hier dran zu sein, so gesehen, oder bei ihm in der Nähe zu sein. Sebastian Vettel gewinnt das Rennen. Also seine Strategie hat hier gefruchtet. Lewis Hamilton mit schnellster Runde am Ende nochmal. Und Romain Grosjean direkt hinter mir. Ja, und Nico hatte extrem schwaches Rennen, also keine Ahnung, was da war. Motorprobleme vielleicht. Vielleicht einfach eine sehr schlechte Strategie bei ihm. Vielleicht haben wir auch tatsächlich sehr viel Zeit mit der Strategie gewonnen, aber im Renault können wir trotzdem noch nichts gewinnen oder so. Und Grosjean. That's it. P7? Oh mein Gott. Es ist P7. Es ist P7, Alter. Nicht mal eine Zehntelsekunde zu Grosjean. 0,082 Sekunden. Und wo ist unser Teamkollege? Aua, der ist überrundet hinter den Sauber. Also, da ist irgendwas wirklich grandios schief gegangen für den Rennverlauf von Nico Hülkenberg. Der ist sogar nur eine Zweistopp gefahren. Also, der ist nicht mal irgendwie eine super schlechte Strategie oder so gefahren. Keine Ahnung, was da jetzt los war am Ende. Aber hey, wir haben am Ende P7 geholt, 6 Punkte. Leider zum ersten Mal nicht beide Autos in den Punkten. Nichtsdestotrotz, wir sind auf P6 der Gesamtwertung. Max Verstappen rückt uns ein wenig auf die Pelle. Und wir haben Ocon überholt, der hier mit technischen Problemen ausgefallen ist. Insofern, haha, P6, eine Positionsverbesserung. Und Sebastian Vettel übernimmt die Führung in der WM. Zuletzt noch punktgleich, jetzt 7 Punkte vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Er hat schon mit 19 Punkten Rückstand, 25 Punkte jetzt schon zu Ricciardo und 29 schon zu Raikkonen, also das ist schon ordentlich. Und wir haben einen Punkt Rückstand zu Force India, nachdem diese jetzt ordentlich gepunktet haben, in Form von Perez zum ersten Mal in der Saison. Er hatte bis jetzt 2 DNFs und ja, das sei ihm natürlich gegönnt, aber natürlich wollen wir trotzdem Force India besiegen. Wir sehen uns gleich im Hauptquartier wieder, dann gucken wir, was wir noch weiterhin machen können. 125 Punkte gibt's aufs Konto, nice one. Ja, und hier hat Nico Hülkenberg keine Chance. Nicht mal die schnellste Runde wird er geholt haben, denke ich, oder? Aber nur eine Zehntel Abstand. Und das Ansehen ist wieder bei einigen Teams gestiegen. Gerade die letzten 4 Teams, Toro Rosso, Haas, McLaren und Sauber, die haben jetzt anscheinend gut Interesse. Und auch Williams, warum auch immer Williams. Gut, Nico quatscht da so ein bisschen mit Cyril. Was ist da schiefgelaufen? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Denken die sich wahrscheinlich gerade beide. Und das nächste Rennen dürfte, glaube ich, Russland sogar sein. Ja, und das wird jetzt hoffentlich mit dem ersten Upgrade dann eröffnet. Wir springen mal zum nächsten Wochenende. Wir könnten es eigentlich ja so machen, dass wir im Prinzip den Entwicklungspart uns immer quasi am Ende des Wochenendes angucken. Ich weiß gar nicht, ob die KI hier in Russland stark war oder schwach war. Irgendwo in F1 war ich mal besonders stark oder schwach in Russland, aber weiß nicht mehr wo. Ja, während er redet, schon mal der Hinweis. Gerne dieses Projekt mega fett supporten. Ey, vielen, vielen Dank für euren bisherigen Support. Daumen nach oben da lassen, Kommentare raushauen, Abo raushauen sowieso. Wie gesagt,
die Classic-Projekte laufen für so ein, zwei Folgen oft sehr gut und dann schläft das alles irgendwie ein bisschen ein. Vielleicht können wir mit der Interaktion irgendwie gegenwirken, sodass das auch immer weiter und weiter und weiter empfohlen wird von YouTube. P8, P6, P7, das ist schon mal sehr schön und wir haben ein Upgrade tatsächlich. Wir sind, was den Motor angeht, ein wenig vorangekommen. Wir haben Motorleistung bekommen. Da seht ihr übrigens rechts oben auch Kraftstoff-Einspritzsystem und darunter, was das für einen Effekt hat. Also Motorleistung hier primär. Hier haben wir Benzinverbrauch und oben... Oh, da ist eine Verbindung. Benzinverbrauch. Ah, ERS gab es hier gar nicht. Du konntest keine ERS-Verbesserungen machen. Okay, das finde ich interessant. Aber hier zum Beispiel Frontabtrieb, Heckabtrieb. Hier hast du Luftwiderstand und dann musstest du hier wieder zu Frontabtrieb, Luftwiderstand und Heckabtrieb. Das fand ich irgendwie schon ganz cool. Gewichtsreduktion hast du hier in der Mitte. Dann hast du hier oben Gewichtsumverteilung. Hier ganz oben auch. Und unten hattest du Reifenabnutzung. Also alles schön aufgeteilt irgendwie. So, und jetzt, werte Damen und Herren, gucken wir mal. 800 kostet das hier noch. Ja, ich denke, ein oder zwei von diesen Dingern kaufen bringt es auf jeden Fall. Qualitätskontrolle vielleicht auch manchmal, aber beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall ein Upgrade machen, denn, Moment, Motorenseits sind wir gleich gut wie Red Bull. Damals hatte Toro Rosso übrigens auch noch Renault-Motoren, letztes Jahr mit Renault-Motoren, danach 2018 war es Honda und heißt auch, Red Bull hat schon ein Upgrade hier gemacht. Werte Damen und Herren, vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Wenn dem so ist, wie gesagt, gerne Daumen nach oben da lassen, Abo raus, wenn wir beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis demnächst. Ciao.